So, mal gucken, wer schneller unten ist. Jung, surfen! Geh weg! Wir haben uns ein paar Sauerstofffilter. Warum bist du so viel schneller? Weil ich dicker bin. Ach so, ja gut. Das ist okay. Oh nein, es geht doch zwischendurch nach oben. Da müssen wir laufen. Vielleicht nicht mehr. Genau, wir haben uns ein paar Sauerstofffilter mitgenommen. Wir haben hin und her diskutiert, was wir am besten machen. Ob wir mit dem Buggy fahren sollen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich komme nicht mehr. Dann musst du springen. Philipp. Du läufst doch. Habe ich gerade ein paar Mal gemacht. Jetzt, okay. Ach, gehen wir gerade nach oben? Ja. Ist das die Stelle? Okay. Genau, ob wir den Buggy nehmen sollen. Aber damit hatte ich ja so wahnsinnig schlechte Erfahrungen. Und damit kann auch nur einer fahren, weil der ist ja dann immer abgehoben. deshalb mit Sauerstofffiltern, das sollte jetzt eigentlich passen. Möchte zu Protokoll geben, dass ich gerne Buggy gefahren wäre. Ja, genau. Aber dann wären wir halt 100 Mal wieder rauf und runter und bis wir dann die beiden Buggys hochgehabt hätten. Und ach, ja. Jetzt geht's ab. Los, Anna! Miau, ich komme! Das sollten wir öfter machen, das ist voll cool. Das macht für Spaß. Wir sind wieder früher nicht drauf gekommen. Und du wolltest Buggy fahren, weißt du? Wäre auch cool gewesen. Miau, da bin ich. Ich seh dich kaum. Oh lol, guck mal, wo ich gestorben bin und wo der Rover steht. Ich bin hier gestorben, guck, wo der Rover steht. Wo steht der Rover? Ich seh ihn nicht mal. Hä? Aber der ist ja auch ganz dunkel, wie soll man den denn sehen? Und wo bin ich gestorben? Weiß ich nicht, wo ist denn dein Todessymbol? Ich hab kein Todessymbol. Ich hab nur deins hier. Das kann ja nicht sein. Sag mal. Mal? Wie finden wir denn jetzt den Rover dann gleich wieder? Ich habe ihn schon wieder verloren. Ich merke mir das einfach. Warum stehen hier zwei Lager? Hä? Weil wir die mal da gelassen haben. Ich war an so einem lilan Ding hier dran. Da bin ich rumgelaufen und da bin ich auch gestorben. Aber das muss ja ein anderes lila Ding. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass wir dann jetzt gleich... Ah, hier hinten bist du. Siehst du mich? Ah, ich schäpp gleich nochmal. Du bist voll falsch gelaufen. Aber ich glaube, da bin ich auch... War ich auch mal zwischendrin. Yay! Das war jetzt einfacher als gedacht, irgendwie. Oh, erstmal wieder Licht. So, was habe ich denn hier noch alles drauf? Ich habe auf jeden Fall viel zu viele Sauerstofffilter. Oh ne, habe ich gar nicht. Ich habe schon 2 von 3 verbraucht. War das alles? Ja, guck auf den Rucksack, sag. Ja, der ist so schlecht im Licht gewesen. Ups. Hier lang. Hä, warum habe ich denn jetzt... Warum habe ich denn jetzt mein Jetpack? Ich dachte, ich hätte das mal irgendwo abgelegt. Du hattest doch vorhin eins. Ja, dein. Ach so. Du, ich weiß schon wieder nicht, wo der Rover ist. Hier. Einfach mir nach. Immer mir nach. Siehst du, ich wäre schon wieder falsch drauf, meine Güte. Deswegen hast du mich ja dabei. Ja, sehr gut. Was ist eigentlich das hier? Haben wir uns da mal irgendwann hochgebaut? Hast du dich da mal irgendwann hochgebaut? Ja. Warum? Weil ich gucken wollte, was da oben so ist. Du hast mich nicht mitgenommen. Du hast was anderes gemacht und hast gesagt, ja, da oben ist nur Astronium, da brauchst du nicht Höhen. Und da oben war nur Astronium. Stimmt. Das habe ich auch gerade festgestellt. So war das. Ich bin von oben in den Rover eingestiegen. Oha. Hatte schon clevere Ideen? Weil dieses komische Windrauschen ist nicht mehr ausgegangen. Lass mich rum. Das hatte ich auch gerade vor. Oh, überfahr mich doch. Ich helfe. Du nimmst mir Arbeit weg. Nein, ich helfe, guck. Ich mach einfach nur, warte, Achtung. Achso, nee, wieso steigst du ein? Ich wollte hier nur... Ja, weil ich irgendwann mit will. Achso. Ich dachte, ich mach dir das Loch größer, dass du schneller buddeln kannst.
Aber du hast mein Loch zugemacht. Nein, Ich das hier war da insgesamt. unten, wo du jetzt zubetoniert hast, war ich am Ach Buddeln. so, sorry, ich hab's, wollte das breiter machen. Ja, dann fahr jetzt einmal rüber und dann auch nach Hause. Aber das Zeug Achso, ich spinnt. dachte, du fährst durch. Ja, will ich ja, es geht aber Nicht nicht. drüber. Wenn ich bin voll nach unten und so. Ja, so unten wie letztes Mal, ne? Ja, guck. Der geht sofort hoch vorne. Ja, vielleicht funktioniert das hier mit durch die Schwerkraft nicht so gut. Das ist eine Lüge. Nee, das ist eine Vermutung. Weder eine Tatsache noch eine Lüge. Das ist einfach kaputt. Kaputt, alles kaputt. Das ist alles scheiße hier. Dann lass mal zurück. Ja, denke auch. Aber guck mal, warum funktioniert hier der Wegbau so gut? Und wenn ich dann hier was ausbuddeln will, nicht. Macht ja gar keinen Sinn. Aber guck mal, wir haben ja einen wunderbar geraden, perfekten Weg hier eigentlich hingezimmert. Ja, das stimmt. Aber du hattest auch noch nie so viele Probleme mit dem Rover geradeaus zu fahren. Also, ich weiß nicht. Mit den Updates kommen ja auch Veränderungen teilweise. Ja, die sind nicht immer positiv. Ich habe das Gefühl, mit jedem Update kommen ein paar Fehler dazu, die dann aber nie wieder gefixt werden. So fühlt sich das ein bisschen an. Ja, aber die doppelten Tetraeder, die haben ja dann, also ich will ja nicht sagen, dass es gefixt ist, aber zumindest haben die uns ja keine weiteren Probleme mehr. Das stimmt. Das aber ist ja schon mal wir hatten ja auch, glaube ich, keine mehr dann, ne? Oh, Ammonium. Das ist ja Na, blöd, es fällt dass das alles alles weg. wegblöppelt. Scheiße. Aber das Scheibenkleister. war doch auch mal so, dass das geblieben ist. Ja. Also Ja. dass es nach hinten einfach weitergeleitet wurde, ne? Ja, das war mal so. Ich sag, ist alles Das ist irgendwie. jetzt blöd. Soll ich das nochmal ändern? Man sieht zwar nicht so viel, aber. Nochmal wechseln? Ich mach jetzt hier erstmal so einen Runterfallschutz hin. Für das Material. Vielleicht geht's darauf trotzdem noch. Das ist nicht. Ja, sonst müssen wir die Generatoren nach unten. Also, ich find's irgendwie ein bisschen nervig tatsächlich. Oh Gott, wir haben einen Generator oben vergessen. Also ich. Ach so, ja, das macht ja nichts. Nee, eigentlich völlig wurscht. Aber ja, keine Ahnung. Also ich find's echt ein bisschen ätzend, dass das nicht mehr nach Haben hinten. wir noch ein leeres Lager? Ein leeres? Oh nein. Nee. Ha! 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 Doch, hier hinten. Okay, dann haben wir noch ein leeres. Würde ich gerne einmal austauschen, entweder mit dem Kanister oder mit dem Sauerstoffmacher da. Ach so, ich hätte einfach, weil das ist sofort voll. Ich hätte das komplette Silo hier hochgeholt. Ja, war ich auch erst am Überlegen, aber ich weiß nicht, ob es noch auf den zweiten Truck geht. Doch, auf Und den jetzt zweiten hätten muss wir es den. gehen. War mal so, Ja, aber aber dann hätten wir ist jetzt die es Sicherheit, dass definitiv. zumindest. Okay, weil hier Weißt du ist. doch gerade Doch, schon. natürlich. Weil hier Lehm ist. Weil wir vorhin durch Lehm durchgefahren sind und das ist jetzt hier drauf. Ich habe aber auch teilweise Lehm worauf gesteckt. Aber da doch nicht. Nee, vielleicht nicht. Also auf den zweiten geht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Ja, vielleicht die durch den Idee. Schredder geblockt wird. Nee, es ging ja mal. In der einen Folge ging es noch, das weiß ich noch. Auch dann, wenn der Schredder auf der 3 war, anstatt auf der 4? Ja, weil wir ja die ja mal getauscht haben, weil der im Sichtfeld war. Aber da war er doch, war er nicht auf der 2? Ich habe keine Ahnung. Nein, wir haben den Schredder Ja, nicht getauscht. okay. Hier, dann tauscht das Ding doch jetzt. Ja, warte. Ich Da. nehme es dir mal ab. Ich. Na, um Gottes Willen. Was? Du hast es runtergeworfen. Ich hab's dir gegeben. Hier geht's doch gar nicht rund. Oh Gott. Hilfe. Siehst du? Dafür habe ich das Jetpack dabei. Ich So. habe kein Hydrazin mehr. Toll. Ja, fahr mal durch da, ne? Aber ich glaube, hier ist gar nicht so viel Ammonium, sondern viel mehr Malachit und Laterit. Das ist ja Verarsche Wobei jetzt. wir das trotzdem brauchen, des Zeugs.
Wir wollten ja eh nicht mal hier runter, ne? Weiß ich nicht, ob wir vielleicht irgendwann nochmal runter müssen. War bestimmt nicht. Musst du den Weg nach oben ja nochmal bewahren, ne? Ja, ja. Das klappt schon. Vielleicht gehst du nochmal in die Richtung, wo mal Ammonium war. Weil du bist gerade in der Richtung, wo nur Latorit ist. Also irgendwie hier so rechts rein nochmal. Ja, gut, ich meine, da war nur Malachit, ne? Da ist auch im Boden nur Malachit irgendwie. Nee, hier labelt zum Beispiel gerade Ammonium rum. So, aber jetzt haben wir so viel kaputt gemacht, jetzt müssen wir tatsächlich mal wieder kurz ein Stück normal fahren. Ja. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir machen alles gemeinsam. Ja. Aber ich glaube echt, dass sich da irgendwie der was verschlimmbessert hat mit dem Rover. So, okay. Achtung. Ja, weil der hoppelt immer so nach oben, wenn ich hier baue und dadurch habe ich halt so riesen Batzen vor mir. Wir haben ja sonst aber nie nach oben gebaut. Wir kommen ja von unten und haben ja eh den Fall bis zu einem gewissen Grad. Und du hast, das war ja auch mein Problem mit dem Buggy dann irgendwann, als ich hoch wollte, jedes Mal, als ich angefahren bin, ist halt vorne, sind die Reifen hochgekommen. Ja, ja. Das ist eben das Problem. Und vielleicht hat sich hier nichts verschlimmbessert, sondern es ist einfach ein Unterschied, ob du nach unten. Aber ich meine, dass wir, war das auf Silver oder irgendwo, wo wir dann auch nicht mehr irgendwie zurechtgekommen sind und dann uns dann von unten wieder nach oben gebohrt haben? Weißt du noch? Irgendwo haben wir mal so lange her. Von unten nach oben noch einen Gang gebaut, ja. Weißt du eigentlich, dass wir schon seit fast einem Jahr jetzt Astronier aufnehmen? So lange schon? Das ist krass, ne? Mensch, das sind wir ganz schön langsam. Ja, wir spielen einfach geduldig. Oh, warte, da liegt noch eins. Weil die sind da links? Achso, das. Nee. Was ist denn das? Nee. Bitte, guck mal hier noch. Ist hier noch irgendwo was frei? Ist hier noch ein Zimmer frei? Kein Empfang da. Wolframit. Wolframit ist auch immer gut. Ja, das ist hier oben in der Decke. Da kommen wir mit dem Rover tatsächlich nicht hin. E-Warps. Ich nicht. Ich baue gerade Wolframit ab. Ja, wir brauchen auch mal wieder ein paar Ressourcen. Ne? Ja. Weil wir haben halt also diese teuren Ressourcen halt, ne? So diese Gammelressourcen wie Gemisch und Harz, die einfach überall sind. Die haben wir wirklich noch wie Sand am Meer, aber so dieses teurere haben wir echt langsam ein bisschen Mangel. Leider. Ja, und weil wir ja gleich auf den Planeten. Also was ist gleich, aber wir sind ja hier fertig und wollen ja dann nochmal wechseln. Genau, ja. Brauchen wir auch ein bisschen Material noch, ne? Ich finde es witzig, wie das hier unten einfach halt die ganze Zeit. Weißt du, was ich bei Eco toll fand? Was denn? Wenn denn dann mal Musik da ist und du bist dann unter Wasser, dann ja, hört sich die Musik auch ganz entfernt an. Echt? Also da haben die drauf geachtet. Wird die dann so dumpf? Ja, genau. Doch nur noch ein kleines bisschen. Ah, gut. So, ich bin fertig. Oh, noch ein bisschen, warte. Was haben wir hier denn noch so? Keine Energie mehr. Aber ich habe den noch bekommen, den Wolframit. Oh, dich nehme ich den, mit. Den, die das Wolframit. Ich habe einen gratis Generator abgestaubt. Oh, cool. Haben keinen Platz mehr. Ja. Dislike. Warum? Kannst du das noch auf deinen Rucksack kriegen? Oder bist du auch voll? Der ist fully. Weil wir Keramik brauchen fully. Für die großen Lager. Ja und? Also hier hinten ist auf jeden Fall ganz viel Lehm, aber wir können vielleicht einfach zwei Laterit opfern. Ja, ich hab ehrlich gesagt keine. Oh, ich hab's aber irgendwo raufgesteckt gerade. Ist okay.
Dann, Ich habe okay. keine Ahnung, was wertvoller im Moment ist, so was wir mehr brauchen, wovon wir mehr haben und so. Also Laterit oder beziehungsweise Aluminium haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Oh, dann liegt hier noch einer. Ah, wohin damit? Weg damit! Wohin? Also hier in meinem Sichtfeld ist nichts mehr. Auf deinen Nee, ich Rucksack. habe noch einen in der Hand. Ja, nee, ich meine, es ist kein Platz mehr. Ein Hort. Ich opfere ein Hort. Ja gut, da haben wir auch genug. Das kriegen wir Ich relativ suche schnell wieder. Hort. Wobei ich denke, Ich komme. wenn wir uns aktiv mal auf die Suche nach diesen teureren Ressourcen machen würden, dann hätten wir die auch relativ schnell wieder. Die Frage ist halt nur, weil wenn wir mit dem Rover ja immer umziehen, ne, und wenn es bestimmte Ressourcen gibt, sie nur auf bestimmten Planeten, dann haben wir da wieder nichts Ja. zum Rumfahren und zum Abbauen. Ja, genau. Aber ich meine, Ist halt solange auch es die geht. Frage, wie viel wir noch brauchen, ne? Ja, Wobei ich irgendwas denk fehlt nicht immer. so viel. Lithium wäre halt mal gut. Wir wollen ja noch ein, wir wollen noch ein Buggy bauen, weil wir haben ja noch ein geheimes Projekt vor. Und dafür brauchen wir wiederum Lithium. Ich weiß gar nicht, wo es Lithium gab. Das müsste doch mit Sicherheit irgendwo da im Astropedia stehen. Vielleicht. Ich guck mal rein. Vielleicht. Wir sind wieder am an der Daneben. Oberfläche. Lithium, Visania, da wollen wir ja eh hin. Ja, siehst du wohl. Lithium auf Novus auch. Ja, Novus und Visania. Dann hatten wir das von Novus. Ah, das Rad! Was? Was war das denn gerade? Ich hatte voll den Anzeigefehler, da war das Rad hier vorne rechts, das war so in der Luft. Okay. So. So, ja, und nu? Abladen. Erstmal wieder ein bisschen Chaos machen, dann sich drüber aufregen und dann aufräumen. Wie, wer räumt denn auf? Du? Toll. Du brauchst ja auch nicht abladen dann. Nein, wir können zusammen aufräumen. Wir müssen eh mal so Nee, ein bisschen sortieren. aber wozu abladen? Wozu willst du es hier noch, es wäre doch gut, das auf den Lagern zu lassen. Können wir das Zeugs mit den Lagern verpacken? Also wenn du ein Lager verpackst, ploppt doch das Zeugs, glaube ich. Ach so, nee, du willst es auf den Lagern in die Rakete stecken. Ja. Ah ja. Das macht natürlich Sinn. Genau, aber das wollten wir ja eigentlich nicht diese Folge machen, oder? Hatten wir nicht noch was anderes vor? Oder wollen wir doch schon Vesania Wir sind schon eigentlich wieder fast quatschen? am Ende. Ne, wir wollten noch nach einem zusätzlichen Sondenscanner mal gucken. Warte mal. Der ist ja irgendwo hier. Sondenscanner. Stahl. Ja, ist klar. Ui, und wie macht man Obst? Stahl? Stahl brauchen wir Eisen und Kohlenstoff. Eisen war auch das, was uns fehlte. Hämatit, ja, das Ja. ist das, was wir auf Günther? Was auf Günther? Da haben wir ganz viel davon gehabt. Du meinst in Lagern gehabt oder Nee, vor? auf Vorkommen. Also hier habe Ich ich noch gar dachte. nichts gesehen davon. Nee, ich auch nicht. Mal eben. Was bist du denn? Stacheliger Mutanten. Ataktus, den pflanze ich hier ein. Novus. Ja. Hämatit, ne? Genau, das ist der Eisengrundstoff. Ich glaube, Novus und Glasio. den Ja. kriegen wir auch nicht Glasio. zentrifugiert. Eingetauscht höchstens. Ja, Hier ich sieht guck schon wieder mal. aus. War das Laterit? Nee, Hämatit haben wir gesagt, ne? Hämatit. Ja. Aus drei Schrott würden wir zwei Hämatit bekommen. Also wir würden jetzt Aha. insgesamt vier Hämatit hier rausbekommen. Ja. Ist es auch nicht so die Welt. Aber immerhin. Aber immerhin, wir würden dann. Du willst ja nur zwei Sondenscanner machen. Genau. Ach, weißt du was? Schuh, Da fährt sie los, die Astrolog. Dann kommt sie irgendwann wieder. Genau, dann schauen wir wegen dem Sondenscanner und dann. Also wir brauchen noch einen Kohlenstoff auf jeden Fall. Und das ist richtig Argon. schwer. Aber Argon haben wir auch noch hier. Argon.
Ja. Liegt hier noch. Vier Stück sind noch da, ja. Wir müssen sowieso nochmal zu Silber und Wasserstoff holen gehen für die für das ganze Hydrazin, was wir noch brauchen. Stimmt, werden. Ja. Oder wir nehmen einfach Ammonium mit nach Silvia und produzieren das Hydrazin da. Ja, oder nach Glasio, denn auf Glasio haben wir noch richtig viel Wasserstoff. Dann können wir das da auch machen, ja. So. Yay. Machen wir das mal hier rauf, so. Mhm. Ja, wir wollten eigentlich, jetzt sind wir hier fertig, ne? Aber eigentlich wollte ich das hier noch alles ganz hübsch machen und wollte. Du kannst noch eine es noch ganz Batterie hübsch machen. Machen, damit wir dann den Strom für die Nacht speichern können und so. Das wollte ich alles machen. Das ist halt irgendwie doch so ein Behelfslager, was wir hier gebaut haben, ne? Ja. Sollte alles ganz hübsch werden und dann. Und dann kam alles anders. Ja. Es kommt immer anders und als man denkt. Ja. So, ich mache jetzt noch kurz hier den Sondenscanner. Vielleicht sendet oder empfängt er ja auch gar nichts. Und wir haben hier gar keine zweite Sonde. Ja, empfängt er auch nichts, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube auch selbst auf dem schweren Planeten Glasio hatten wir auch keine zwei. Ich denke nicht, dass wir zwei haben. Na, aber wo hatten wir denn? Wo hatten wir denn zwei? Der hat noch nie zwei. Doch. Nein. Aber ja. Nein, 100%. Aber ja. Nein. Aber sowas von. Noch nie. Ich glaube schon. Oh, tja. Hier nicht. Aber dann könntest du mir auch noch einen machen, dann haben wir für Visania direkt einen. Das kann ich machen. Für dich bin ich so nett. Ah, danke schön. Aber irgendwo, ich bin mir sicher, dass wir irgendwo mal zwei gemacht haben. Doch, doch. Ja, wir haben zum Ausprobieren zwei gemacht. Nein, auch dass wir auch zwei irgendwo. Ich weiß es nicht. Hä? Hä? Hab ich dir gerade deinen. Hä, wie geht das denn? Das ist mein Jetpack. Nee, ich hab dir deins, das hast du nämlich weggelegt, hab ich dir geklaut und da ran gemacht, weil ich dich ärgern wollte. Wie kannst du mir denn meins wegnehmen? Ja, keine Ahnung, ich hab dir gerade das Stahl hinten drauf gesteckt, vielleicht hat es das irgendwie durchgetauscht. Ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Okay. Also ich weiß ja nicht, ich bin verwirrt. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber auch. Es ist alles sehr suspekt, ja. Gut, nee, aber dann sind wir tatsächlich ja jetzt hier mehr oder weniger durch. Und dann gucken wir, wie wir das nächste Mal weitermachen, ne? Ob wir zu Visania gleich fliegen oder ob wir uns ganz kurz hier nochmal aufhalten. Ich glaube, wir halten uns nochmal kurz auf, weil wir für hatten ja für Kleinstüberraschungen, ne? Quasi. Dann machen wir das doch so. Cliffhanger, Achtung, war's? Lass uns mal einen Cliffhanger machen. Hier, guck mal. Dann häng dich mal da dran, an die Cliff. Oh, oh, oh. Du rutschst immer wieder ab. Ja, guck, ich hänge an der Cliff. Und du? So, Leute, Achtung, Cliffhanger! Oh Gott.